Hallo und grüß Gott, ich melde mich wieder aus dem Corona-Rückzug. Mein Name ist Karin Halbritter, ich bin Ärztin, Autorin und Musikerin. Und nein, das ist kein Buch über das Coronavirus, sondern hier handelt es sich um das elektronenmikroskopische Bild eines Pollenkorns. Ja, den Rückzug sind wir mittlerweile ja gewöhnt. Wir versuchen ihn zu mildern durch Spaziergänge, Aufenthalte auf unseren Balkonen, in den Gärten. Aber leider sind einige von uns Pollenallergiker. Und der Flug des Blütenstaubes, der frühblühenden Bäume, so wie Hasel, Erle, Esche, Birke und so weiter, hat jetzt Hochsaison. Und die Betroffenen sind wirklich zu bedauern, wenn sie innerhalb ihrer vier Wände bleiben müssen, weil die Medikamente nicht ausreichend wirken. Für Sie, aber für alle Naturliebhaber, habe ich dieses hübsche Buch geschrieben mit dem Titel Geheimnisvoller Pollen – Genießen statt Niesen. Damit möchte ich aufmerksam machen auf die Möglichkeit der psychischen Desensibilisierung. Unter dem Ansatz, es ist schwer bis unmöglich gegen etwas, das man liebt, allergisch zu reagieren. Mit vielen schönen Bildern von Pollenkörnern aus dem Elektronenmikroskop und Geschichten über die allergieauslösenden Pflanzen möchte ich alle Leserinnen und Leser ermutigen, sich von der Natur faszinieren und begeistern zu lassen und besonders euch Allergiker, eure allergieauslösende Pflanze lieben zu lernen, damit ihr irgendwann wieder frei durchatmend durch die blühende Natur schreiten könnt, ohne Medikamente einnehmen zu müssen. Unsere Psyche spielt eine wichtige Rolle für unser Wohlbefinden. Mit ihr haben wir ein starkes Instrument in der Hand, unseren Körper zu beeinflussen. Sei es unsere Immunabwehr in Viruszeiten wie diesen sehr wichtig, aber auch unsere Allergien. Und dieses Buch kann einen Beitrag dazu leisten, euer Wohlbefinden zu erhöhen. In diesem Sinne, fühlt euch wohl, bleibt gesund und alles Liebe.